Ja, Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zurück hier auf meinem Kanal und wieder einmal zu einer Mod-Vorstellung. Heute schauen wir uns wieder ein Schlepper-Pack an, und zwar den Fendt 800 Favorite Turbo Shift und den Fendt 900 Favorite Vario, der jetzt in der Version 1.0 zum Download verfügbar ist. Dieses Pack gibt es für PC als auch für die Konsole, also auch einmal für die Konsolenspieler wieder ein schöner neuer Mod. Fendt Favorite haben wir ja schon oft gesehen, aber dieses Pack ist wirklich schön umgesetzt. Wir haben einen schönen Sound, haben viele Konfigurationsmöglichkeiten, haben Simple IC mit dabei. Wir haben das Beifahrerskript mit dabei, dazu benötigt man aber das Kubota Pack oder Kubota DLC besser gesagt. Ansonsten funktioniert das eben nicht, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr schön verarbeiteter Schlepper. Wir schauen gleich zum Anfang einmal in den Shop. Im Shop ist das Ganze unter der Kategorie Fahrzeuge zu finden und dann unter mittelgroße Traktoren. Dann geht es wie immer ganz nach hinten und dann haben wir schon Fendt 800 Favorite Turbo Shift und einmal den 900er Favorite in der Vario Version. Also einmal als Schalter und einmal als Vario. Der 800er eben ist nur als Schalter verfügbar und der 900er eben nur als Vario verfügbar. Also ganz, ganz wichtig. Wir schauen einmal rein. Wir haben hier einmal den 816 geht's los, dann mit dem 818, also 816 eben mit 165 PS, 818 mit 185, 822 ist dann mit dabei mit 225, der 824er mit 245, der 824er gibt es dann noch mit einem Chip-Tuning, der hat dann 265 PS. Wir haben eben eine manuelle Schaltung mit Lastschaltstufen, also kennt man ja schon von diesen Schleppern. Haben 370 Liter Tankvolumen, 50 km/h Höchstgeschwindigkeit, er bekommt 9,7 Tonnen auf die Waage und wir können dann eben noch verschiedene Reifen hier wählen. Reifenhersteller haben wir einerseits einmal Trelleborg, Continental, BKD und Fredestein mit dabei. Bei den verschiedenen Reifenherstellern gibt es verschiedene Reifenvarianten, speziell eben hier mit den Radgewichten wurde hier viel gemacht, also in den verschiedenen Breiten bei den Reifen, als auch immer mit 2 bzw. 3 Radgewichten, also da kann man sich dann seinen Schlepper hier sehr, sehr gut zusammenstellen. Beim Design haben wir einmal Standard, dann haben wir ein verchromtes Auspuffgitter, sieht man jetzt hier nicht, da müssen wir einen anderen wählen, der den Auspuff hier seitlich hat, da können wir dann eben das Auspuffgitter hier verchromen. Dann geht es weiter, wir können noch die Designline wählen, da ist dann eben das verchromte Auspuffgitter und dann haben wir hier vorne beim Kühlergrillen ist das dann auch noch verchromt, vielleicht nicht, aber eben in Grau gehalten und nicht in Schwarz wie hier in der Standardausführung. Dann haben wir noch Rundumleuchten, die wir montieren können. Einmal einerseits einmal keine, dann haben wir auf der linken Seite eine, auf der rechten Seite eine oder natürlich wieder links und rechts. Spiegel haben wir eben standardmäßig eben diesen einen Spiegel hier mit dabei. Können wir noch wählen mit einem Weitwinkelspiegel, also dann kommt hier unten noch ein kleiner Weitwinkelspiegel hin und dann haben wir noch elektrische Weitwinkelspiegel, also kann man sich dann eben so auswählen, wie man das eben gerne haben möchte. Ebenso können wir noch zusätzliche Warntafeln konfigurieren, also wir können einerseits Ja oder Nein wählen. Die können wir dann auch mit Simple IC zurückklappen, kennt man ja schon von anderen Schleppern. Frontzapfwelle ist jetzt Nein gewählt, können wir natürlich noch mit Ja wählen, also dann kommt eben eine Frontzapfwelle hin. Fronthubwerk ist immer mit dabei. Bei der Hauptfarbe haben wir verschiedene Fendt-Grüntöne natürlich, dann haben wir dieses Petrol, Rot, Schwarz, Weiß und noch die kommunale Ausführung, also wir können hier wirklich alles konfigurieren. Felgenfarbe ebenfalls, natürlich die Fendt-Felgenfarben können wir hier noch zusätzlich hinzukonfigurieren. Kennzeichen können wir natürlich ebenfalls wieder mit am Start, also das ist auch hier. Hier hinten und vorne, also das ist alles schön gemacht, soweit wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Wir schauen noch ganz kurz zum 900er, das ist eben die Vario-Ausführung und eben die größere Ausführung oder besser gesagt eben der 900er dann einfach. Da haben wir auch verschiedene Motorausführungen, den 916, den 920, den 924 und den 26er, den gibt es ebenfalls wieder mit einem Chip-Tuning. Von den Reifenherstellern und Reifenvarianten ist das eben das gleiche wie beim 800er Design ebenfalls wieder, also mit diesem verchromten Auspuffblech und mit dem Design
mit der Design-Line, wo vorne eben dieser Kühlergrill dann grau ist. Rundum leuchten haben wir ebenfalls wieder die Möglichkeit links, rechts oder beide. Bei den Spiegeln wieder dasselbe wie beim 800er, Warntafeln ebenso, Frontzapfwelle. Bei den Hauptfarben ebenfalls wieder natürlich, wie erwähnt, beim 800er ist das eben dasselbe. Da können wir dann wieder das Ganze so zusammenstellen. Kennzeichen ebenfalls wieder natürlich vorne und hinten oder nur hinten. Also das können wir so weit alles wählen. Dann ist nur hinten eins und vorne eben keines. Also das ist dann immer Geschmackssache. Wir schauen ganz kurz einmal rein in die Schlepper. Wir haben hier eben diesen 800, den 824, den ich hier mit dabei habe mit dem Chip-Tuning. Und hier den größten, eben den 926 mit dem Chip-Tuning. Sieht alles sehr, sehr gut aus. Auch dieses Rot hier gefällt mir sehr, sehr gut. Von außen haben wir hier eigentlich alles mit dabei. Ich habe die Design-Line gewählt. Man sieht hier sogar die Verriegelungen für die Gitter. Vorne natürlich sauber mit Oberlenkerhalter und Kugel hier vorne natürlich vom Halter. Also das ist alles sehr, sehr schön gemacht. Frontzapfwelle mit dabei. Auch die Tasten, die Betätigungshebel und so weiter. Das sieht man hier alles sehr, sehr gut. Die Bremse natürlich für die Frontzapfwelle zum Ankuppeln, also das ist alles sehr, sehr gut umgesetzt. Generell natürlich von den Texturen, man sieht es schon, ist sehr, sehr gut gemacht. Wir haben hinten noch zusätzliche Kugeln natürlich, also Kugelkopfanhängungen, die man hier nutzen kann. Hydraulischen Oberlenker mit dabei. Von der Beleuchtung her ist alles natürlich original, wie man es kennt hier von diesen Traktoren, also wirklich, wirklich schön umgesetzt. Wir steigen einmal ein und hören uns den Sound an, und der Sound ist schon sehr, sehr schön gemacht, also das gefällt mir schon richtig, richtig gut. Wir haben Simple IC, wie erwähnt, also wir können natürlich hier Simple IC nutzen, wir können hier das Lenkrad nach vorne bzw. hinten klappen, wir können die Türen öffnen, schließen, Beifahrer- als auch Fahrertüre, also das funktioniert alles einwandfrei. Wir können die Frontscheibe öffnen, wir können auch oben die Dachluke öffnen, also auch das können wir hier umsetzen. Hinten diese Heckscheibe können wir natürlich auch öffnen, also so weit ist das alles hier steuerbar. Wir können auch von außen die Türen natürlich öffnen bzw. schließen. Hier die Warntafeln könnte man hier klappen, wenn ich sie konfiguriert hätte. Beim anderen können wir uns das Ganze dann anschauen. Auch hier drüben bei Fahrerseite können wir die Türen öffnen. Hier, wie erwähnt, eben die Warntafeln, die man noch zusätzlich klappen kann mit Simple IC, also auch das ist hier alles möglich. Wir steigen auch in den einmal ein und schauen uns das Ganze an. Vom Innenraum, auch der andere, ist alles sehr, sehr sauber verarbeitet. Also wir haben eine Uhrzeit, wir haben Anzeige, Geschwindigkeit, Drehzahl und so weiter. Also das ist alles schön animiert. Auch hier eben der Vario-Hebel ist hier sauber animiert. Beim anderen drüben eben auch der Ganghebel, können wir uns dann auch noch sehr, sehr gerne anschauen. Wir haben natürlich auch hier wieder die Möglichkeit mit Simple IC das Ganze zu steuern. Also so weit, so gut. Vom Sound her, man hört es, glaube ich, recht gut. Er hat einen schönen kernigen Sound, also das ist schon einmal schön umgesetzt. Auspuffklappe hier oben funktioniert auch. Beleuchtungsmäßig eben Rundumlichter sind mit dabei. Wir haben normale Standlicht mit am Start natürlich. Und wir haben dann noch die Arbeitsbeleuchtung. Sieht alles wirklich, wirklich sehr, sehr gut aus. Natürlich keine LED-Beleuchtung noch, da es in diesen Modellen standardmäßig das noch nicht gab, sieht aber hier auch mit diesen normalen Lichtern sehr, sehr schön aus. Warnleuchten bzw. Warntafeln natürlich außen sind auch beleuchtet, also auch das wurde hier schön umgesetzt. Auch hier schauen wir uns noch den Innenraum an, man sieht, es ist alles soweit schön animiert, also Gaspedal, Bremse, Kupplung, das ist alles animiert, das sieht man, das wird alles hier durchgetreten, auch der Schaltknauf wird betätigt, auch im Außenbereich sieht man, das wird alles hier schön gemacht. Wir haben natürlich auch die Hände am Lenkrad und es wird auch geschalten, wie wir jetzt gesehen haben. Also so weit gibt es hier wirklich nichts auszusetzen. Wir schauen auch noch ganz fix in die Lok. Die Lok, wie wir sehen, ist sauber. Es funktioniert eigentlich alles einwandfrei. Wir haben hier wirklich einen sehr, sehr schönen Schlepper hier. Einen sehr, sehr schönen Youngtimer, der hier in den LS22 kommt mit diesen tollen, tollen Pack, wo wir viel konfigurieren können, wo wir viele Reifenvarianten mit dabei haben, in den verschiedenen Breiten, beziehungsweise mit Radgewichten oder ohne Radgewichten, in den verschiedenen Farben. Also man sieht schon, der sieht schon sehr, sehr schön aus.
Ansonsten glaube ich, gibt es nicht mehr allzu viel zu sagen. Klare Download-Empfehlung von mir hier für euch, für diesen Schlepper. Wer die sehr, sehr gerne mag, der muss sich den auf jeden Fall einmal runterladen. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn dir mein Video hier gefallen hat, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt und wenn du mich noch nicht abonniert hast, auf jeden Fall abonnieren bitte. Also hoffentlich bis demnächst. Ciao.